Bam, 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 bam. Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Made. Heute mit einem DIY-Werkelprojekt. Denn wir haben ziemlich viel genäht in letzter Zeit und relativ wenig gebastelt und gewerkelt, ist mir aufgefallen. Und es ist sommerlich draußen, die Wildblumen blühen, die Kinder sind viel auf der Wiese, sammeln vierblättrige Kleeblätter. Deshalb machen wir heute eine Blumenpresse. Eine häusliche Blumenpresse, die sich wunderbar dafür eignet, dass ihr das als Projekt mit euren Kindern zusammen macht. Ihr müsst Löcher bohren, aber ansonsten können die euch ganz, ganz toll dabei helfen, das zusammen machen. Ihr könnt den Deckel toll mit denen gestalten. Ist ein sehr, sehr schönes, selbstgemachtes Geschenk für Freundinnen und Freunde eurer Kinder. Und eignet sich tatsächlich auch für Kindergeburtstage ganz hervorragend als kleines DIY und dann Mitgebselgeschenk. Und das ganz, ganz Tolle an so einer Blumenpresse ist, sie kostet euch in Summe weniger als 3 Euro. Echt wahr. Für eine Blumenpresse braucht ihr 2 Holzstücke 15 x 15 cm. Ich habe einfach Kiefersperrholz genommen, das könnt ihr euch im Baumarkt zuschneiden lassen. Das hat bei mir jetzt eine Dicke von 8 mm. 6 mm geht auch. Dünner würde ich es nicht machen, weil es euch dann beim Bohren wahrscheinlich einfach kaputt geht. Dicker würde ich es nicht machen, weil das Bohren dann schwieriger wird. Für das Innenleben brauchen wir etwa 10 DIN A4 Seiten Löschpapier oder normales Papier, was wir hinterher zerschneiden. Und wir brauchen einwelligen Pappkarton. Ich habe dafür einfach einen Versandkarton zerschnitten. Was wir brauchen für diese Blumenpresse sind 8 bis 10 Stücke in der Größe 13 x 13 cm. Zum Markieren einen Stift und ganz, ganz wichtig bei diesem Projekt ein Geodreieck. Zum Bearbeiten des Holzes hinterher Schmirgelpapier in verschiedenen Körnungen. Ich habe ein groberes mit einer 100er Körnung und ein feineres mit einer 240er Körnung gewählt. Wir brauchen Bohrer und eine Bohrmaschine, die jetzt nicht im Bild ist. Und die dazugehörigen Holzbohrer. Denn wir wollen Löcher in das Holz bohren und wir wollen die Schrauben, die wir haben, darin versenken. Das heißt, ich wähle einen Holzbohrer mit dem Durchmesser der Schrauben, die ich gekauft habe, und einen Holzbohrer mit dem Durchmesser des Schraubenkopfes. Ihr braucht 4 Schrauben, die das Ganze hinterher zusammenhalten. Das sind Senkschrauben. Nehmt die längsten, die ihr kriegen könnt. Ich wollte gerne 6 cm haben, habe aber nur 5 cm lange im Baumarkt bekommen. Durchmesser sind bei mir hier 5 mm. Und entsprechend passend dazu braucht ihr diese schönen Dinger, die das Ganze hinterher zusammenhalten. Und zwar sind das Flügelmuttern mit dem Durchmesser der Schrauben. Anekdote am Rande. Im amerikanischen Raum heißen diese Dinger Butterfly Nut. Also Schmetterlingsmutter. Und ich stand im Baumarkt am Holzzuschnitt und habe darauf gewartet, dass der freundliche Mann, der mir mein Sperrholz zugeschnitten hat, mich kassiert und habe gesagt, wo finde ich denn in diesem Baumarkt Schrauben und Schmetterlingsmuttern? Und da hat er sehr freundlich gelächelt und mich sehr freundlich in Richtung Gang 8 war es, glaube ich, dirigiert. Und als ich mich verabschiedet habe, sagt er noch so mit einem breiten Grinsen, wenn Sie Ihre Schmetterlingsmuttern da hinten nicht finden und einen Kollegen nach Hilfe fragen, fragen Sie am besten nach Flügelmuttern. Und das habe ich dann gemacht und wieder was gelernt, denn die Dinger heißen tatsächlich Flügelmuttern amerikanischer Art. So, jetzt haben wir alle was gelernt. Jetzt zeige ich euch, wie es geht. Ich beginne damit, dass ich mir auf beiden meinen Holzstücken die Bohrlöcher vormarkiere, also wo die hinterher sein sollen. Dafür nehme ich mir mein Geodreieck und lege diese 45-Grad-Linie, die ihr an dem Geodreieck habt, auf die Holzkante auf, so dass die Null des Geodreiecks auf der Spitze auftrifft und markiere mir an der Diagonale entlang, mache ich mir einen kleinen Punkt bei 2 cm. Da möchte ich hinterher bohren. Das mache ich in allen 4 Ecken. Und dann wird gebohrt. Bam, bam. Legt euch auf jeden Fall was unter euer Sperrholz, in das ihr reinbohren könnt. Also ich habe mir jetzt hier so ein Schwedenfeuer genommen, was ich noch im Garten rumstehen hatte, einfach damit das Loch nicht ausfranst. So, jetzt nehme ich mir als erstes meinen Holzbohrer mit dem Durchmesser des Schraubenkopfs. Holzbohrer haben den Vorteil, dass sie in der Mitte so einen kleinen, ja, wie nennt man das? Also so eine kleine Spitze haben. Und mit der stecke ich diesen Holzbohrer genau auf meine Markierung auf. Und jetzt bohre ich mit diesem Holzbohrer einfach mal dieses Loch an. Und zwar nur so weit, dass das etwa einen Millimeter ein bisschen mehr angebohrt ist, damit da später der Schraubenkopf versenkt werden kann. Und jetzt wechsle ich meinen Holzbohrer. Das ist jetzt der Holzbohrer, der den Durchmesser meiner Schraube hat. Auch da setze ich jetzt diesen mittleren Stift oder diese Spitze einfach in
das vorgebohrte Spitzenloch hier von dem ersten Bohrer, damit ich genau in der Mitte bin. Und da bohre ich jetzt mein Loch rein. Bam, 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 bam. Und so sieht das jetzt aus, wenn es fertig ist. In der Mitte ein Loch, das den Durchmesser der Schraube hat und oben ein bisschen ausgefräst, wo der Schraubenkopf reinpassen sollte, damit man die Schraube versenken kann. So, also so geht dann die Schraube da rein und lässt sich hier wunderbar versenken. Bei meinem zweiten Brett, das später quasi der Deckel der Blumenpresse sein wird, bohre ich mit dem Holzbohrer, der den Durchmesser der Schrauben hat, einfach nur in alle vier Ecken ein Loch rein. Wenn ihr mit dem Bohren fertig seid, solltet ihr auf jeden Fall das Ganze mit Schleifpapier bearbeiten. Ich habe hier ein grobes und für später ein feines. Das Grobe ist bei mir eine 100er Körnung und für nachher habe ich eine 240er Körnung. Damit gehe ich einmal komplett einfach über die Flächen an den Löchern entlang, aber vor allem eben an den Kanten und Rändern, damit sich da hinterher niemand irgendwie Splitter zieht oder ähnliches. Und bei dem Deckel ist es vor allem ganz wichtig auf der Fläche, wenn ihr das später noch gestalten möchtet. Das könnt ihr im Anschluss tun. Ich habe das hier mit ein bisschen Holzlasur und dann Serviettentechnik gemacht. Ihr könnt das generell einfach lasieren, bemalen, bekleben. Da könnt ihr euch mit euren Kindern austoben. Befüllt wird eure Blumenpresse nachher mit verschiedenen Lagen, zwischen denen ihr eben Blumen pressen könnt. Bei mir besteht eine Lage dann immer jeweils abwechselnd aus eben einem Stück einwelligem Karton und zwei Seiten Papier. Zwischen das Papier werden dann immer die Blumen gelegt, dann kommt das andere Papier drauf, dann kommt wieder Karton, dann kommen wieder zwei Seiten Papier. Ich habe hier Löschpapier verwendet, was wir aus allen möglichen Heften ungenutzt übrig hatten. Ihr könnt aber auch ganz normales Papier verwenden. Für den Karton habe ich einfach alte Versandkartons zerschnitten. In meine Blumenpresse passen jetzt, wie gesagt, 8 Kartons und dann dazwischen jeweils 2 Seiten Papier. Je nachdem, wie lang eure Schrauben sind, es passen bis zu 10 Lagen rein. Es kommt dann natürlich hinterher darauf an, wie dick die Blumen sind, die dazwischen liegen. Ihr presst das ja hinterher mit den Schrauben zusammen. Also manchmal, wenn man jetzt mehrere Lagen mit Blumen drin hat, kann es sein, dass ihr ein paar entfernen müsst, um das hinterher zu pressen. Aber die kann man ja dann einfach rausnehmen. Für eine dieser Lagen, wie gesagt, jeweils Karton, dann 2 Seiten Papier, dann wieder Karton. Zugeschnitten habe ich hier die Größe 13x13. Und dann habe ich da, wo hinterher die Schrauben sind, da muss ich ja was wegnehmen. Dafür habe ich mir mein Geodreieck so angelegt, dass diese 45-Grad-Linie wieder auf der Kante entlang geht. Diesmal habe ich die Diagonale aber in Richtung Papier oder Pappe gelegt. Und dann habe ich diese Querlinien und habe mir bei 2,5 Zentimetern meine Markierung gemacht. Also ich lege die 45-Grad-Linie hier auf die Kante und bei diesen Parallellinien gucke ich, dass meine Kartonspitze hier auftrifft, wo die 2,5 Zentimeter Marke ist. Und dann kann ich hier vorne einfach die Diagonale anzeichnen. Und das mache ich bei allen 4 Ecken und schneide mir die dann zu und dann sieht das Ganze im Resultat so aus und davon, wie gesagt, 8 bis 10 Kartons und die doppelte Menge an Papier. Auf euren Turm kommt dann der Deckel oben drauf, die Schrauben, wie gesagt, von unten durch und dann wird das Ganze mit den Schmetterlingsmuttern zusammengehalten und so festgezogen, dass die Blumen darin gepresst werden. Und dann könnt ihr wunderschöne Sommer-, Frühlingsblumen, vierblättrige Kleeblätter, was immer ihr findet, darin pressen und hinterher hübsche Bilder oder Karten gestalten. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das trägt bei zu wunderschönen gepressten Blumen. Vielleicht könnt ihr das auch mir... Wir machen das tatsächlich. Wir nehmen das Ding mit in den Urlaub, weil es ja in fernen Landen manchmal Blüten gibt, die man von zu Hause nicht so kennt und die man gerne pressen möchte. Gibt dann in der Folge auch schöne Geschenke für die Verwandtschaft. Blüten, Karten und Konsorten. Genau, wenn euch das Spaß gemacht hat, ihr Lust auf weitere DIY-Projekte habt, abonniert den MommyMade-Kanal und aktiviert die Glocke, damit YouTube euch immer schön informieren kann, wenn ich was hochlade. Hier geht's weiter, wie gesagt, mit DIYs, mit Nähprojekten für Anfänger und natürlich auch für Fortgeschrittene. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Muah.